FAA verhängt Raketentagstartverbot für die gesamten USA. Auch SpaceX und Google planen KI-Datenzentren im Orbit, wird Starlink zum Rechenzentrum. Zwei neue V3 Starships im Bau. Jared Isaacman doch wieder als NASA-Chef nominiert. Und chinesisches Raumschiff mutmaßlich im Orbit getroffen. Muss das Rettungsschiff starten? Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Breaking News, während ich das hier aufnehme. Die US-Luftfahrtbehörde FAA, die sorgt mit einem bislang beispiellosen Schritt für Aufsehen. Ab dem 10. November 2025 dürfen kommerzielle Raketenstarts und Wiedereintritte in den USA nur noch nachts zwischen 22 und 6 Uhr morgens Ortszeit stattfinden. Die Notfallverordnung, die ist eine Reaktion auf den Personalmangel bei Fluglotsen infolge des andauernden Haushaltsstillstands der US-Regierung. Die FAA will mit dieser Maßnahme die Belastung des regulären Luftverkehrs reduzieren, da nachts deutlich weniger Flugzeuge unterwegs sind. Raumfahrtexperten und Startanbieter, die zeigen sich alarmiert, da die Einschränkungen Startfenster massiv beeinflussen und logistische Herausforderungen verschärfen. Es ist das erste Mal, dass die FAA Starts so umfassend zeitlich einschränkt. Ein ungewöhnlicher Rechtsstreit in Texas ist beendet. SpaceX hat sich mit dem Spielverlag Cards Against Humanity außergerichtlich geeinigt. Der Vorwurf, Elon Musks Raumfahrtunternehmen hatte ohne Genehmigung Baumaschinen, Schutt und Fahrzeuge auf dem Grundstück abgestellt, das Cards Against Humanity gehört. Das Spielset habe ich natürlich auch zu Hause. Der Verlag, der hat das Gelände 2017 als Proteste gegen Donald Trumps Grenzmauer gekauft. 150.000 Unterstützer hatten damals je $15 gespendet, um die Fläche nahe der Starbase zu sichern. Cards Against Humanity klagte auf $15 Millionen Schadensersatz. Die genaue Summe der Einigung, die ist nicht bekannt, aber SpaceX hat das Gelände inzwischen geräumt. Eine Auszahlung an die Unterstützer bleibt zwar aus, doch Cards Against Humanity versendet an alle Unterstützer ein exklusives Kartenset mit satirischen Anspielungen auf Elon Musk. Apropos Starbase, hier geht der Umbau weiter. Der Orbital Launch Mount 1, von dem 11 Starship Super Heavy Flüge absolviert wurden, der wird Stück für Stück zerlegt. Unter Flutlicht schneiden Crews Rohre, entfernen Verkleidung und bereiten die Anlage auf ein umfassendes Redesign vor. Ziel ist ein Startsystem mit Flammengraben, verbessertem Deluge System und Kapazitäten für über 100 Starts pro Jahr. Zwischenzeitlich kam es zu einem kleinen Brand im alten Starttisch, der aber rasch gelöscht wurde. Die Arbeiten laufen unvermindert weiter. Parallel wird auf Pad 2 das neue Wasserunterdrückungssystem getestet, während ein unbekanntes Gerät mit der Aufschrift SpaceX Development Test IB Proofin zur Anlage rollte. Für was könnte dieses Gerät gut sein? Schreib's mir und den anderen gern in die Kommentare. SpaceX baut derzeit gleich zwei Starships parallel. In der Star Factory, da wurde am 7. November der Nose Cone von Chip 40 auf ein Gestell gehoben, bevor er auf das Nutzlastsegment gestapelt werden soll. Es handelt sich dabei um das zweite Starship der neuen V3-Generation. Bereits am 5. November rollte ein weiteres Segment von Chip 39 zu Mega Bay 2. Die Fertigung dieses Schiffs ist damit ebenfalls weit fortgeschritten. Parallel dazu verließen am selben Tag vier der neuen Raptor 3-Triebwerke das Testgelände, darunter Seriennummer 54, die bisher höchste gesichtete Nummer für Raptor 3. Diese Triebwerke dürften für die Integration in der neuen V3-Hardware vorgesehen sein. Dass zwei Chips derzeit gleichzeitig im Aufbau sind, das deutet auf ein beschleunigtes Testtempo hin und könnte eine baldige Erweiterung der Starship-Testkampagne ankündigen. Nicht nur in Texas entsteht Starship-Start-Infrastruktur. Am vergangenen Dienstag rollte der neue Starship-Starttisch, offiziell Orbital Launch Mount, OLM, von der SpaceX-Anlage an der Roberts Road zum historischen Launch-Komplex 39A im Kennedy Space Center. Zwei Tage später war bereits der gewaltige LR-13000-Kran vor Ort, um die massive Stahlstruktur auf die Startrampe zu heben. Parallel dazu trafen per Schiff weitere Versorgungstanks ein. Ein deutliches Zeichen, dass LC-39A zur Starship-Basis ausgebaut wird. Ich hatte schon darüber berichtet, dass diverse Akteure an Datenzentren im All arbeiten. So hat nun ebenfalls Elon Musk offiziell angekündigt, dass SpaceX künftig orbitale Datenzentren realisieren will. In einem Beitrag auf der Plattform X erklärte er, dass sich Starlink V3-Satelliten mit ihren Hochgeschwindigkeitslaserverbindungen für diesen Zweck eignen und weiter, dass SpaceX das tun wird. Der Hintergrund: mit wachsendem KI-Bedarf steigen weltweit die Anforderungen an Rechenleistung und Speicher. Eine Marktlücke, die künftig auch im All geschlossen werden könnte. Zweiten Kritiker die Kosten und die Komplexität für überzogen, doch SpaceX hat mit dem wirtschaftlich erfolgreichen Starlink-System bereits bewiesen, dass sich solche Projekte durch disruptive Technik realisieren lassen. Erste Starship-Starts mit V3-Satelliten sind ab 2026 geplant. SpaceX schätzt, dass sich mit dem Starship-System die Startkosten um den Faktor 100, wenn nicht sogar um den Faktor 1000 senken lassen. Ein möglicher Gamechanger für die Cloud-Infrastruktur-Logistik.
Daran denkt auch Google. Mit Projekt Suncatcher startet Google seinen radikalen Vorstoß in Sachen KI-Infrastruktur im All, Rechenzentren im All. Der Plan sieht vor, TPUs, Googles eigene KI-Beschleuniger-Chip, an Bord solarbetriebener Satelliten in der sonnensynchrone Erdumlaufbahn zu bringen. Dank permanenten Sonnenlicht entfällt der Speicherbedarf für Nachtbetrieb und die Abwärme wird durch Radiatoren direkt ins All abgegeben. Vernetzt über Laserverbindungen sollen die Satelliten gemeinsam als orbitales Rechenzentrum agieren. Skalierbar, energieautark und ohne Wasserverbrauch für Kühlung. Erste Prototypen, die entstehen, gemeinsam mit dem Satellitenbauer Planet. Ein Start ist für 2027 angesetzt. Der Winter steht vor der Tür und mit ihm Schnee, Schneematsch und eisige Temperaturen. Gerade in der kalten Jahreszeit zeigt sich, wie wichtig das richtige Schuhwerk ist. Wer warm, trocken und sicher durch den Winter kommen will, der sollte sich den Woolcross X Alpine von Giesbein genauer anschauen. Mit meinem Code bekommt ihr auch 20% auf das gesamte Giesbein-Sortiment. Ich habe die Stiefel schon im letzten Winter getragen, von verschneiten Waldwegen bis zu vereisten Straßen in der Stadt. Und sie haben nicht nur da überzeugt, sogar beim Wacken-Festival, wo sich der Boden stellenweise in eine richtige matschige Landschaft verwandelt hat, da haben sie mir treue Dienste geleistet. Und vor allem konnte ich sie einfach unter fiesem Wasser sauber machen. Das Festival, das sieht man ihm jetzt nicht mehr an. Der Woolcross X Alpine, der vereint zwei Eigenschaften, die im Winter einfach unverzichtbar sind. Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Dank des speziellen Außenmaterials bleiben deine Füße auch bei Schneeregen und Pfützen trocken und innen sorgt feinste Merino-Wolle für ein ausgeglichenes Fußklima, warm aber nicht schwitzig. Die Microgrip-Sohle, die bietet außerdem starken Halt auf glatten Gehwegen und festgefrorenem Boden. Für mich ist der Wanderstiefel nicht nur funktional, sondern auch überraschend bequem, selbst nach einem langen Tag draußen. Ob für Winterwanderungen, den Alltag in der kalten Stadt oder extreme Bedingungen wie beim Festival, der Woolcross X Alpine von Giesbein, der ist mein absoluter Favorit in der Wintersaison. Mit meinem Code, da bekommt ihr 20% auf das gesamte Giesbein-Sortiment. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich hatte letzte Woche schon berichtet, Blue Origin hat mit einem erfolgreichen statischen Triebwerkstest seiner 98 Meter hohen Schwerlastrakete New Glenn den entscheidenden Schritt Richtung zweiten Start absolviert. Gerade erhält die Rakete ihre Nutzlast, zwei NASA-Sonden der Escapade-Mission, gebaut von Rocket Lab, die den Sonnenwindeinfluss auf die Marsatmosphäre erforschen sollen. Mit ihrer Ankunft am Mars rechnet man erst im Herbst 2027. Wenn die News am Sonntag erscheinen, dann könnte es soweit sein. Während ich das hier aufnehme, wird der Start für Sonntag, den 9. November, 20.45 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Zeit erwartet. Ja, und Blue betont immer wieder, sie werden versuchen, die R-Stufe zu landen. Ich will es unbedingt streamen, ich bin aber mit meinem Sohnemann allein und kann nichts versprechen. In der amerikanischen Politik wundert einen ja mittlerweile nichts mehr. Jared Isaacman steht überraschend wieder zur Nominierung als NASA-Administrator bereit. Der Milliardär, Unternehmer und Kommandant zweier SpaceX Dragon-Missionen wurde ja von Donald Trump bereits Anfang des Jahres vorgeschlagen für diesen Posten. Doch Ende Mai zog der US-Präsident diese Nominierung wegen politischer Quälereien wieder zurück. Nun setzt Trump erneut auf Isaacman, trotz zwischenzeitlicher Konkurrenz durch Verkehrsminister Sean Duffy, der das Amt ja interimsweise übernommen hatte. Isaacman betont in öffentlichen Posts immer wieder seine Vision von orbitaler Wirtschaft jenseits staatlicher Finanzierung und will die NASA in eine neue Ära überführen. Interessantes Detail, wird Isaacman nicht noch 2025 vom Senat bestätigt, müsste das Verfahren im neuen Jahr wegen verfallener Unterlagen komplett neu gestartet werden. Das US-Unternehmen VAST hat mit dem erfolgreichen Start seiner Haven-Demo-Mission den ersten Meilenstein auf dem Weg zur eigenen Raumstation erreicht. Am 2. November wurde ein Satellit, Gewicht etwa eine halbe Tonne, im Rahmen von SpaceX Bandwagon 4-Mission ins All gebracht. Bereits kurz nach dem Aussetzen stabilisierte sich das Raumfahrzeug, richtete sich zur Sonne aus und entfaltete seine Solarpaneele. Für VAST ist es mehr als ein technischer Erfolg. CEO Max Hoot spricht von der Transformation zur nachgewiesenen einsatzfähigen Raumfahrtfirma. Die Haven-Demo dient als Testbett für zentrale Systeme wie Energieversorgung, Navigation, Software und Antrieb. Das eigentliche Ziel Haven One, ein Habitat für Crew, das ab Mai 2026 mit einer Falcon 9 in den Orbit starten soll. Es ist der erste Schritt zu einer vollständigen kommerziellen Raumstation, ein Ziel, das bisher noch kein Unternehmen realisiert hat. Apropos Raumstation, die Rückkehr der chinesischen Raumkapsel Shenzhou 20 von der Tiangong-Raumstation wurde kurzfristig verschoben, möglicherweise wegen eines Einschlags von Weltraumschrott. Die Raumfahrtbehörde CMSA bestätigte, dass ein kleines Objekt das Raumschiff getroffen haben könnte. Bereits 2023 hat ein Trümmerteil ein Solarpanel der Station beschädigt. Seither hat man die äußere Struktur gezielt verstärkt. Aktuell laufen detaillierte Analysen zur Schadensanalyse und zum Risiko für die Crew. Ursprünglich sollten die drei Astronauten am 5. November nach 6 Monaten im All zur Erde zurückkehren. Nach dem feierlichen Kommandowechsel mit der Shenzhou-21-Besatzung hieß es plötzlich Abbruch der Rückkehr.
Ob die beschädigte Sektion reparierbar ist, das wurde noch nicht bekannt. Die Crew bleibt vorerst auf der Raumstation Tiangong. Gut zu wissen, im Notfall steht ein Ersatzraumschiff samt Rakete für eine Rettungsmission bereit. So eine Rettungsmission keine Seltenheit. Nach einem Leck an einer Soyuz-Kapsel 2022 entschied sich Roskosmos, den Folgeflug Soyuz MS-23 ohne Crew durchzuführen. Die Missionsdauer verlängerte sich dadurch um einige Monate. Das bescherte dem US-Astronauten Rubio den US-Rekord für den längsten Raumflug. In China wird sich mit der Verzögerung von Chengdu 20 nichts an der Reihenfolge ändern. Kommandant Shindong ist der aktuelle chinesische Rekordhalter für die längste Zeit im Orbit und die meisten EVAs. Meilenstein für die chinesische Raumfahrt. Ein Astronaut aus Pakistan wird der erste ausländische Besucher der chinesischen Raumstation Tiangong. Wie die China Manned Space Agency, kurz CMSA, am Rande des Shenzhou 21 Starts mitteilte, nehmen derzeit zwei ausgewählte pakistanische Kandidaten am Training mit chinesischen Astronauten teil. Einer von ihnen soll dann als Payload-Expert für einen Kurzflug, eine Kurzmission zur Station ausgewählt werden. Zwar wurde noch keine konkrete Mission genannt, doch laut CMSA wird der Flug gemeinsam mit zwei chinesischen Crewmitgliedern erfolgen. Nach wenigen Tagen an Bord soll der pakistanische Raumfahrer dann mit zwei zurückkehrenden Astronauten einer früheren Mission zur Erde zurückkehren. Ein Modell, das auch einen einjährigen Daueraufenthalt eines chinesischen Crewmitglieds ermöglichen soll. Die Mission ist Teil einer enger werdenden Raumfahrtpartnerschaft zwischen China und Pakistan, die auch eine Beteiligung am geplanten chinesischen Mondforschungsprogramm vorsieht. Ursprünglich hatten auch mal ESA-Astronauten in China trainiert, zum Beispiel Matthias Maurer. Soweit ich weiß, wurde das Programm aber auf amerikanischen Druck hin eingestellt. Ein Grillfest in 400 Kilometer Höhe. Chinas Astronauten auf der Raumstation Tiangong haben erstmals ein Barbecue in der Schwerelosigkeit veranstaltet, mit einem eigens entwickelten Mini-Ofen, der ein bisschen wie ein Airfryer funktioniert. In einem offiziellen Video ist zu sehen, wie Hühnchenflügel in einem Gitterkäfig gesichert in den wandintegrierten Ofen geschoben werden. Der innovative Ofen ist vollständig in die Stationssysteme eingebunden, energieeffizient, rauchfrei und für bis zu 500 Einsätze zertifiziert. Anders als der temporäre NASA-Versuch mit einem Zero-G-Ofen 2019 ist die chinesische Lösung auf Dauerbetrieb ausgelegt. Dabei geht es nicht nur um die Technik, sondern auch ums psychologische Wohlbefinden. Ein warmes Essen im All, das kann die Moral der Crew nachhaltig stärken und ein Stück Heimatgefühl erzeugen. Auf welches Essen kannst du im All nicht verzichten und wie könnte man es in der Schwerelosigkeit zubereiten? Schreib's gerne in die Kommentare. Apropos China, die chinesische Raumfahrtfirma Interstellar Glory Space Technology, auch bekannt als iSpace, nicht zu verwechseln mit der japanischen Mondlandefirma mit gleichem Namen, plant eine Raketenfabrik der Superlative in Chengdu. Für umgerechnet 453 Millionen US-Dollar sollen dort 4 Montagelinien und 2 Testeinrichtungen entstehen. Bis zu 20 wiederverwendbare Trägerraketen sollen da pro Jahr entstehen. 2019 war iSpace das erste chinesische Startup, das erfolgreich einen Orbit erreicht hat. Der neue Träger SQX3 nutzt flüssigen Sauerstoff und Methan als Treibstoff und soll wie Falcon 9 senkrecht landen, sowohl an Land als auch auf See. Noch mehr Ähnlichkeit zur Falcon 9, angetrieben von 9 Triebwerken und mit einer Höhe von 69 Metern, ähnelt sie auch äußerlich dem Vorbild von SpaceX. Bei der Performance bleibt im Vergleich zum Vorbild aber noch Luft nach oben. Die SQX3 soll in einer wiederverwendbaren Konfiguration 8600 Kilogramm Nutzlast in den Leo befördern können, wobei eine Version mit 3 Kernen 14.000 Kilogramm transportieren können soll. Der Erstflug mit Rückkehr soll noch dieses Jahr stattfinden. Realistischer ist wohl 2026. Langfristig will iSpace über 20 Starts pro Jahr realisieren. Zielkunden sind Konstellationen, Raumstationen und touristische Missionen. iSpace Falcon 9 Klon noch nicht gestartet. Schon erfolgten die Starts der vergangenen Woche am Montag, 3. November. Da brachte eine lange Marsch 7A von Wencheng den Aufklärungssatelliten Yaogan 4-6 in den Orbit. Der militärische Satellit dient vermutlich der Erdbeobachtung und Frühwarnung. Am Dienstag, 4. November, hob vom Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou eine Ariane 6-2 mit dem Radarsatelliten Sentinel 1D ab. Er ergänzt das Copernicus-Programm der ESA zur Umwelt- und Katastrophenbeobachtung. Bemerkenswert beim Ariane 6-Start, es gab bereits im Stream gute Aufnahmen von der Rakete. Sentinel 1D ersetzt den 2014 gestarteten Sentinel 1A, der nach über 11 Jahren im Einsatz deutlich über seine ursprüngliche Lebensdauer hinaus operiert hatte. Gemeinsam mit Sentinel 1C wird der neue Satellit nun alle 6 Tage Radardaten der gesamten Erdoberfläche erfassen. Das C-Band-Radar ermöglicht wetterunabhängige Beobachtungen bei Tag und Nacht, entscheidend für Klimaforschung, Katastrophenschutz und zur Schiffsüberwachung. Am Mittwoch, 5. November, da startete von der Mahia-Halbinsel eine Elektron-Rakete mit dem Erdbeobachtungssatelliten QPS SAR-14 für das japanische Unternehmen IQPS. Der 100 Kilogramm schwere Mikrosatellit, der nutzt eine entfaltbare SAR-Antenne zur wetterunabhängigen Radarbeobachtung aus dem niedrigen Erdorbit. Am Donnerstag, 6. November, da startete eine Falcon 9 von der Cape Canaveral Space Force Station mit einer neuen Ladung Starlings. Ebenfalls 6. November, da brachte SpaceX eine weitere Falcon 9 von Vandenberg mit Starlings-Satelliten ins All. Und am Samstag, 8. November, da folgte ein weiterer Starlink-Start vom Kennedy Space Center.
Am selben Tag startete China eine Lange Marsch 11H mit unbekannter Nutzlast von der schwimmenden Plattform in Küstennähe. Und heute Sonntag, da sollte von Jingquan aus die Feststoffrakete Kinetika 1 gestartet sein. Auch hier ist mir die Nutzlast nicht bekannt. Die europäische Mars-Mission ExoMars macht nach vielen Schritten rückwärts einen wichtigen Schritt vorwärts, dank polnischer Ingenieurskunst. Das Raumfahrtunternehmen Astronica hat zwei je 3 Meter lange Aluminiumrampen entwickelt, über die der ESA-Rover Rosalind Franklin auf dem Mars die Landeplattform verlassen soll. Die ESA hat bestätigt, der vollständige Ausklappvorgang auf dem Mars, später rund 5 Minuten lang, verlief unter realistischen Bedingungen reibungslos. Airbus Hauptauftragnehmer für die Landeeinheit soll die Rampen jetzt in den nächsten Qualifikationskampagnen weiter testen und integrieren. Ein Start des Rosalind Franklin Rovers ist aktuell für Ende 2028 geplant. Apropos Raumfahrt aus Europa, am 18. November öffnet in Bremen die größte Raumfahrtmesse Europas und wir sind am 18. und am 19. für euch vor Ort. Wir führen da Live-Interviews und werden auch Zeit für Meet and Greet haben. Mit einem Aufrüstungsboom der europäischen Raumfahrtindustrie sichert sich das Berliner Startup Reflex Aerospace eine Series A Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro. Das Kapital, das stammt unter anderem von US-Investor Human Element sowie von europäischen Fonds wie Bayern Capital und HTGF. Investiert wird vor allem in die Erweiterung der bestehenden Produktionsstätten in München, wo bislang bis zu 12 Satelliten pro Jahr gefertigt werden könnten. Ziel ist eine deutliche Kapazitätssteigerung, bevor später auch ein neuer Fertigungsstandort in Berlin hinzukommt. Reflex entwickelt derzeit die Plattform Pretora, spezialisiert auf Überwachung und Aufklärung aus dem All. Damit positioniert sich das Unternehmen als Schlüsselakteur für geplante europäische Unabhängigkeit in der sicherheitsrelevanten Satelliteninfrastruktur. Verteidigungsminister Pistorius hatte zuvor ja Weltraumverteidigungsinvestitionen von 35 Milliarden Euro bis 2030 angekündigt. Apropos Kohle für Raumfahrt, die größte Förderung bekommt Senkrechtstarter von den Senkrechtstarter Schutzengeln. Ohne euch wird es den Kanal nicht mehr geben. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum weiterzutragen, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Nicht nur ESA Aerospace beteiligt sich, einmal im Jahr wird's haarig und das aus gutem Grund. Im Rahmen der Movember-Kampagne lassen sich Männer weltweit einen Bart wachsen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das oft verdrängt wird, Männergesundheit. 97% der Senkrechtstarter Zuschauer sind Männer und wenn nicht hier, wo, dann kann man auf ein Thema wie Prostatakrebs, Hodenkrebs, Depressionen und Suizid aufmerksam machen. Die Liste der Gefahren, unter denen insbesondere Männer leiden, die ist lang, die Bereitschaft darüber zu sprechen leider oft gering. Der Bart wird zum Symbol für Mut und Offenheit. Seit dem Start der Bewegung in Australien 2003 haben sich Millionen Menschen beteiligt, ob als Mo Bro mit Bart oder Mo Sister mit Botschaft. Neben dem Wachsenlassen des Barts ermutigen die Aktionen zum Beispiel auch Bewegung, 60 Kilometer im Monat laufen für die 60 Männer, die weltweit jede Sekunde durch Suizid sterben. Nicht nur die von Männern, sondern Gesundheit im Allgemeinen steht auch im Mittelpunkt der aktuellen Folge der Impulsfabrik. Du willst nicht nur über die Zukunft der Raumfahrt staunen, sondern dich und andere auch für weitere positive Aspekte der Zukunft begeistern? Die gute Nachricht, wir haben einen nagelneuen Kanal genau dafür. Die Impulsfabrik, die macht Vorfreude auf die Zukunft abseits der Raumfahrt mit Themen wie richtig lernen mit KI bis zu verrückten Reisetipps fürs nächste Jahr. In der aktuellen Folge, da sprechen wir zum Beispiel darüber, wie ich abseits von den ganzen Hypes meine Lebenszeit verlängern möchte. Und das Beste, am Ende jeder Folge gibt es ganz konkret einen Impuls für deine nächsten Schritte. Den Link zum Kanal findest du in der Beschreibung. Am besten schaust du rein. Wir freuen uns natürlich auch über ein Abo von dir. Lass uns noch ganz, ganz schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Heute Abend, Sonntag, plant Blue Origin den Start der New Glenn-Rakete von Cape Canaveral an Bord die NASA-Mission Escapade mit 2 Raumsonden zur Erforschung des Mars-Magnetfelds. Die R-Stufe, die versucht auf der Landeplattform Jacqueline zu landen. Also das wird eine Gaudi. Ich kann es, wie gesagt, noch nicht versprechen, dass ich streame. Bin ja als Senkrechtfahrt unterwegs. Am Montag, 10. November, da startet in China wahrscheinlich ein Lange Marsch 12 vom Raumfahrtzentrum Huincheng. Die Nutzlast ist bislang unbekannt. Ebenfalls Montag, 10. November, da soll von Jingquan aus eine Ceres-1-Rakete des Startups Galactic Energy starten. Auch hier weiß ich noch nichts über die Nutzlast. Ein weiterer Start am Montag, SpaceX bringt mit einer Falcon 9 von Cape Canaveral wahrscheinlich Starlings in den Orbit. Am Dienstag, 11. November, steht der nächste große Rideshare-Flug von SpaceX an, Transporter 15. SpaceX hebt mit einer Falcon 9 von Vandenberg ab. Ebenfalls am Dienstag folgt eine weitere Starlink-Mission vom Kennedy Space Center. Und für Freitag, 14. November, da ist ein weiterer Starlink-Start von Cape Canaveral angesetzt. Den Abschluss der Woche, den bildet voraussichtlich eine suborbitale Mission, ein Testflug einer Elektronrakete von Rocket Lab. Der Start erfolgt am Sonntag, 16. November, von der Wallops Flight Facility in Virginia.
Hier nochmal ein großer Shoutout für das Familienunternehmen Giesmann aus Österreich. Mit meinem Code gibt es 20% Rabatt. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sickrig bleiben. Dein Mau.